Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play LS17 hier auf unserer kleinen Map Sibbershusum. So, wir hatten zum Schluss, hatten wir ja die Wiese gemäht. Genau, da können wir ihn jetzt eigentlich wieder in die Scheune bringen, weil wir ihn ja derzeit ja nicht brauchen. Den hatten wir, glaube ich, hier stehen, ne? So. Der hat genau hier reingepasst. Senken müssen wir ihn noch. So, den haben wir jetzt da. So, wo haben wir denn unseren... Wo haben wir unseren Schwader? Nicht unser Schwader, unser... wie heißt es zum... Das ist der Striegel. Ja, was ist denn der? Der pflügt vor sich hin. Oh, den müssen wir auch tanken, ne? Ah, komm, dann fahren wir mal schnell. Können wir noch abgießen was? Sehr schön. Und dann fahren wir mal schnell abtanken. Das ist unser Striegel. Wo haben wir denn unser Zeterer? Müssen wir gleich mal gucken. So. Oh, ey, das sind echt... Ihr habt es gesehen, ich habe mal ein bisschen vorgespult. Es ist jetzt 5 Uhr. Nicht mehr nachts, also, weil dann kann man auch wieder mal was sehen. Wow, ich mag das gar nicht, ne? Das nächste Mal müssen wir ein bisschen anders machen, dass wir nicht in der Feldfrucht fahren. Das mag ich gar nicht so. Und warum hält der nicht beim Abtanken? Wo konnte man das einstellen, dass er beim Abtanken stehen bleibt? Wenden, Bahn. Wo war das denn? Ich nicht. Entfernung. So. Gut. Fürs nächste Mal ist es aktiviert. Den machen wir gleich nochmal. Ist ja schon wieder gleich voll. So. Und wir müssen echt so viele Ballen werden wir hier haben. So. Jetzt werden wir erstmal einmal hier rum. So. Er ist schon wieder voll. Oh, das Feld ist auch bald fertig. Das ist sehr schön. So. Kommen wir das letzte Mal hier durch. So. Was ist denn so? Und dann werden wir mal ganz kurz gucken auf der Karte, wo unser Striegel ist. So. Da ist er nicht, da ist er nicht. Das ist der Schwader. Wo ist denn unser Striegel? Da ist er. Da soll er liegen, wo ist das denn? Haben wir den vielleicht ins Haus gefahren? Das könnte natürlich auch sein, ne? Dass wir ihn ins Haus gefahren haben. Ja, wir lassen ihn jetzt mal schnell abtanken. Und dann fahren wir kurz zur Seite. Dass wir das Feld auf jeden Fall in dieser Folge fertig kriegen. Pressen ist auch nicht mehr ganz so viel. So, komm, jetzt kannst du erstmal fertig machen. Die fahren wir mal kurz zur Seite. So. Da muss der irgendwo sein, ne? Da ist er doch. Ah, da haben wir sogar beides. Stimmt, wir haben beides hier in die Scheune gefahren, ne? Stimmt. Und ganz vergessen. So, zack, aufheben. Dann können wir in der Zeit schon mal einmal nochmal die Wiese wenden. So, nochmal ein paar Heuballen herstellen, das ist gut. So, aufklappen. So, senken. Senken und starten. Dann fahren wir mal hier kurz hoch und runter ein paar Mal. Solange kann er weiter mit den Grubern. Sehr schön, dass wir noch diese Wiese vielleicht nochmal fertig kriegen. Dann haben wir die auch schon mal abgeschossen. Dann kann die hier schon mal weiter wachsen. Bevor es hier weiter wächst und wir haben hier noch Heu drauf liegen. Das will ich nicht. Deswegen werden wir die Wiese vielleicht nochmal in der Folge schnell fertig machen. Die Cursed Players kann ja weiterlaufen. So, dann macht so eine letzte Runde. Das ist sehr schön. Und dann haben wir noch die zwei großen Maisfelder als nächstes. Eieieiei, das kann ja was werden. Das wird eine Maisparty, sag's euch. So. Dann werden wir gleich einmal umdrehen.
So, müssen wir gleich mal heben unseren Striegel. Unseren Striegel, was sag ich denn? Unser Wender. Unser Zeterer. So, unser Zeter. So, und dann geht es hier gleich weiter, die Fahrt. Ah, ich glaube, da müssen wir noch einmal hoch und nochmal runter und noch ein bisschen in der Mitte. Drei Spuren kriegt man mit. Irgendwie sieht der Drescher von hier hinten nicht so komisch. Oh, ich hab zu weit geguckt, Entschuldigung. Ah, er macht das schon. Er wird das schon machen. Ach, Moment. Der hat... Moment, komm mal her hier, ich helfe dir mal. Entlassen. Dann schieb dir mal kurz zur Seite ein bisschen. So, das müsste eigentlich passen. So, und... Nimmt er die Spur, nimmt er den mit? Ich glaube, er schiebt ihn raus, er schiebt ihn raus, er schiebt ihn raus. Er nimmt ihn natürlich wieder mit. Na, mal gucken, vielleicht passiert hier auch nichts. So, wir waren hier. Wieder anschmeißen und weiter geht die schöne Fahrt. So. Das läuft, das läuft. Und ich würde sagen, ich weiß noch nicht ganz genau... Dass die Ballen einzeln einsammeln, das dauert viel zu lange. Entweder holen wir uns ein Gerät, wo wir so drei aufeinander stapeln, oder gleich so einen großen Ballenwagen, der gleich mehrere Ballen holt, also aufnimmt. Dann stellen wir sie im Hof. Ja, das Feld gehört uns nicht, ist klar. Moment, da müssen wir auch kurz ein bisschen rüber. Dass wir gleich mehrere holen können, aber das mieten wir uns erstmal, das Ding. Aber ich weiß ja nicht, wie oft wir jetzt hier noch mit Stroh arbeiten werden. Da wird bestimmt noch ein paar Mal wird's passieren. Oh Mann. Wir dürfen nicht zu nah ans Feld. Also nächstes Mal doch nicht so weit. So weit. So weit nähen. Dann hat man viel mehr Probleme. Ihr seht es. Nicht, dass nachher die Schwarz nicht schön liegt. Da müssen wir mal gucken. So. Jetzt dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Jetzt nochmal hoch und runter. So, dann leihen wir uns eventuell, würde ich sagen, einfach so einen Ballensammelwagen. Und dann geht das auch besser. Dann können wir so schnell zum Hof bringen, erstmal abstellen und dann können wir sehen, wo wir sie einlagern. Ich möchte sehr gern eigentlich in die Scheune einlagern, wo wir das Korn, unser Korn sammeln. Nicht unser Korn sammeln, sondern wo das getrocknete Getreide, wo wir es rauskriegen. Ich bin noch am Überlegen, oder ob wir doch die Halle nehmen, wo die Sämaschine drin ist und dafür die Sämaschinen in die Halle da rückwärts rein platzieren. Das wäre natürlich auch... Das könnten wir natürlich auch machen. Das müssen wir uns nochmal genau angucken. Wo wir sie am besten reinstellen. Weil wir müssen immer bedenken, dass beim getrockneten Weizen, da müssen wir immer hinten reinfahren. Und wenn das dann da voller Ballen steht, dann können wir irgendwann nicht mehr rein. Das ist auch doof. Und wir können in der großen Scheune können wir einfach zumachen und sagen, das haben wir. Und das haben wir. Aber andererseits, ich habe ja doch den einen Mod, glaube ich, extra mit reingenommen, ne? Was ich auch noch nie getestet habe, ist dieses Ballenlager, wo man eins nacheinander setzt, diesen riesigen Tunnel, den habe ich auch noch nie getestet. Den könnten wir uns natürlich auch hier hinbauen, ne? Hinter der Scheune, Dominator. Okay. Zack, was hat er denn? Okay, er hängt fest. Entschuldigung. So, fahren wir mal kurz zur Seite. Er ist sowieso fertig, okay. So, wo fährt er denn jetzt hin? Was macht er denn jetzt? Ah, lassen wir ihn noch mal kurz. So. Und das senken wir. Genau, das war ja der Plan.
Dafür habe ich das doch extra reingenommen. Ah, aber erstmal gucken wir. Erstmal gucken wir, was das kostet und was das auch wirklich bringt. Das gucken wir uns einfach mal an. Das würde ich auch sagen, das könnten wir uns auch auf die Wiese hier platzieren. Hier könnte man so einen schönen langen Schlauch hin machen, wo wir dann unsere ganzen Ballen lagern. Die ganzen Tiere, das ist natürlich okay. So. Eben. Und gleich zusammen machen, dann bringen wir das gleich weg. So, dann brauchen wir auch mal unseren Hochtraktor. Welcher ist denn unser Hochtraktor? Das ist eigentlich der hier, ne? Haben wir noch einen kleinen am Hof? Ich glaube nicht, oder? Mit einem Frontal haben wir keinen. Dann machen wir. Dann müssen wir, glaube ich, jetzt erstmal schnell. Genau. Hier werden. So, einfach werden wir das kurz weg. Dominator durchdrehende Reifen, Motor durchdrehende Reifen. Was ist denn los hier? Oh, er sitzt direkt auf einen, ne? Ey. Mist, 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 Mist. Ja. Komm mal rüber, komm mal rüber. Mist. Ey, wir hängen aber auch voll drauf, ne? So, schieben wir ein bisschen weg. So, Moment. Komm mal rum. Nicht rum. Machen wir ihn erstmal kurz aus, haben wir ein bisschen mehr Power. Na komm, wir müssen einmal kurz nachhelfen. Na los. Zwar nicht schön, aber selten. So. Und sehr schön, jetzt sind wir da runter wieder, dann können wir gleich weitermachen. So, dann starten wir gleich wieder, mal gucken, wo er lang fährt. Fährt er richtig? Nein, fährt er natürlich nicht richtig. So. Und zack, und da ist er an. Dich wollten wir jetzt schnell wegbringen. Ab mit dir in der Scheune. So, zack. Dann nehmen wir den Schwader schon mal mit. So, kommen wir, kommen wir. Haben wir. Sehr schön. So. Wir müssen das Gewicht mal kurz absetzen. Setzen wir noch kurz hier ab. So, dann brauchen wir noch kurz den Frontlader, den müssen wir noch kurz hier rausholen. Wir können da vielleicht eigentlich dranbleiben. So, die holen wir dann noch kurz hier raus. So, zack. Kann es eigentlich so bleiben, das ist sehr schön. Zack. Einmal rum in die Kurve. So. Und G, G, X. Da kann man kurz ausfahren. Das macht er natürlich nicht weiter. So, in der Zeit kann man schon mal dich auskippen schnell. Dass wir schon vielleicht das nächste Korn direkt holen können. So, und einmal rum. Der ist auch so richtig schwerfällig, der MB-Truck, ne? So. Und abgießen. Also abkippen, nicht abgießen. So, fahren wir mal ein Stückchen vor.
Wir werden das demnächst bestimmt hochschieben müssen, würde ich fast sagen. So, zack. Den raus. Jetzt hängen wir fest. Du wusstest. Wo hängen wir denn jetzt fest? Okay. Jetzt hängen wir nicht mehr fest. Dann fahren wir jetzt einmal hier eine Runde. Wir schaffen das gerade so, das ist sehr schön. So. Mal gucken, ob wir es mit dem Großen schaffen, aber ich glaube, der MB-Truck ist ein bisschen schwerfällig dafür. Rum. Das ging aber relativ gut. Wir hängen mal fest. So, und der kann vollladen. Das ist sehr schön. Der grubert weiter. Du bist wieder voll natürlich. So, wo stehst du? Vorne. Und tanken wir dich nochmal ab. Ja, das Feld hast du auch fast geschafft. Das ist sehr schön. Rum. So. Okay, der tankt immer noch nicht ab. So, dann sage ich euch, wir haben für diese Folge haben wir alles geschafft. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen in der nächsten Folge, wie wir das Feld weitermachen und die ganzen anderen Sachen. Bis Dienstag. Wir sehen uns nächsten Dienstag. Ich danke fürs Zuschauen. Abo nicht vergessen. Daumen hoch nicht vergessen. Ich danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und tschüss.